Was? Ich lade nur mit 2 kW? Dazu fällt mir nur ein Wort ein, und zwar lässig. Und da bin ich auch schon beim Thema, und zwar: Fahrt ihr Standardmodus oder lässig? Also ich persönlich fahre eigentlich zu 99,9% nur lässig. Wenn es mal eine brenzlige Überholungssituation gibt, dann kann es mal sein, dass ich auf Standard gehe. Aber ansonsten vielleicht noch, wenn ich den Leuten zeige, wie das Tesla Model 3 abgeht, dann ständig auch mal auf Standard. Ansonsten wirklich fahre ich die ganze Zeit im Lässig-Modus, weil ich dieses, ich sag mal, aggressive Gaspedal einfach nicht wirklich leiden kann. Ich mag es gern, wenn er einfach leicht verzögert, einfach weicher reagiert, und man kann da schön mit dem Verkehr mitfließen. Und diese leichte Aggressivität vom Gaspedal überträgt sich auch nicht auf mich. Was nützen mir 460 PS, wenn ich in der 30er-Zone, 50er-Zone oder auf der Landstraße mit 70 rumdackel? Da brauche ich nicht dieses Hui-Hui. Ja, das brauche ich nicht. Also im Lässig-Modus kann man auch wirklich lässig fahren und sich einfach dem fließenden Verkehr anpassen. Und man hat immer noch, wenn man voll drauf drückt, genug Power, um jeden zu überholen. Okay, vielleicht nicht gerade den Taycan, aber man hat auf alle Fälle genug PS, um alles zu überholen, was man möchte. Man kommt richtig schön vom Fleck. 150 Elektro-PS reichen definitiv auch euch. Und ihr könnt auch noch euren Akku etwas schonen. Und Akku schonen, dafür habe ich euch eine kleine Erklärung vorbereitet. Denn nur zur Info, 1 PS sind 0,735 Kilowattstunden. Das heißt, die müssen aus dem Akku rauskommen. Und da wir ja nicht nur 1 PS in unserem Tesla haben, sondern bei mir sind es jetzt 310, da haben wir wohl sogar eine Entnahme von maximal 227 kW Leistung aus den Batterien. Bei eurem Tesla wird es höchstwahrscheinlich entweder 460 PS beim All-Wheel Drive sein oder sogar 530 PS beim Performance Modell. Und da wären wir bei 380 kW beziehungsweise bei satten 390 kW Entnahme aus dem Akku. Und dass das dem Akku natürlich auf Dauer nicht gut tut, das kann man sich schon denken. Ja, er ist dafür ausgelegt, und wir wissen, die Tesla-Akkus halten richtig, richtig lange. Aber einfach mal nur ganz kurz für euch eine ganz kleine Grafik. Und zwar, ich kann mich an einen Tweet erinnern, irgendwo, wo es hieß, dass der Akku der hat es am liebsten, wenn er eine kontinuierliche Entnahme hat. Und natürlich können wir uns das auch vorstellen. Ja? Da laufen die chemischen Reaktionen schön konstant ab und nicht mal hoch, mal runter. Und theoretisch, wenn wir dauernd Gas geben, vor allem Spitzenlasten, dann haben wir nicht einfach nur hier eine schön kontinuierliche Entnahme, sondern wir haben natürlich das hier mit ganz krassen Peaks, wenn wir aufs Gaspedal so richtig drücken. So, wenn wir aber im lässigen Modus sind, erstens haben wir noch genug PS, also 150 Elektro-PS, das reicht immer noch. Und diese Ausschläge werden nicht mehr so groß, sondern sie werden eher, ich sag mal, so sein. Ja? Natürlich gibt es da auch etwas stärkere Peaks und sowas, aber wir haben nicht mehr so starke Peaks und die Batterie wird dadurch nicht ganz so stark beansprucht. Ich persönlich fahre ja nur im lässigen Modus, außer ich nehme jemanden mit. Dementsprechend habe ich nichts dagegen, wenn ich der Batterie da auch noch was Gutes tue. Am Ende liegt es natürlich ganz an euch, wie ihr fahren wollt. Möchtet ihr lieber den Standardmodus oder möchtet ihr lieber den lässigen Modus? Das müsst ihr für euch selber entscheiden. Ich zeige euch nur kurz die Optionen auf, was ihr habt und wo ihr die Funktion einstellen könnt, das zeige ich euch auch noch gleich. Und dann wünsche ich euch auf alle Fälle ganz, ganz viel Spaß weiterhin mit eurem Tesla. Passt auf euch auf und fahrt vorsichtig. Und falls ihr noch gar nicht wisst, wo ihr das einstellen sollt, hier unten auf das Fahrzeugsymbol, dann seid ihr sofort hier in dem Menü und bei der Beschleunigung einfach von Standard auf
lässig stellen.